Und hier ist unsere Zutaten. 400 ml Kokosmilch, ein Stück von Birne, Kräuter sowie Thymian, Rosmarin und Zitronengras, ein Stück von Garnelen, etwas Karotten, Schnittlauch und Ei. Kokosmilch kochen lassen. Birne schälen. Und dann ganz fein schneiden. Und jetzt? Und dann warten lassen. Zwischenzeit das Olivenöl, Kräuter, etwas Butter, das Garnelen ganz kurz braten. Rausnehmen, etwas Salz, und einfach erstmal cool lassen. Und jetzt Zitronengras zu drücken und auch rein in Kokosmilch. Ei ganz einfach schlagen und dann Karotten und Schnittlauch hier rein zusammen mit der Garnelen und etwas Ei und dann einfach mischen. So, ich habe das hier in der Schale, so mir einfach ein bisschen Platz, und wenn es etwas flüssig ist, dann kann man auch mit Mehl, etwas Mehl verbinden. So, das ist jetzt unsere Noggen. So, das kocht jetzt. Etwas Salz, Pfeffer und dann raus. Und dann mit Schaumwasser. Und jetzt sebe ich und dann nochmal kochen lassen. Die Garnelennocken einfach langsam. Und dann warte, bis in 2 Minuten ist es fertig. Und jetzt beim Einrichten erstmal den Nocken raus und dann etwas Zitronengras, was Kerbel dazu. Und das ist jetzt unsere Kokosbirnensuppe mit Garnelennocken. Alle Gastgeber und Rezepte unter www.topfgucker-tv.de